Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde im Anschluss an die Keynotes. Mein Name ist Philipp Anton, ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und habe mit dem LISUM und dem LI Hamburg zusammen diese Tagung konzeptionell organisiert und vorbereitet. Wir sind hier eine Viererrunde jetzt. Wir sind die drei Keynote-Speakerinnen, die ich jetzt nicht erneut vorstellen würde. Sie kennen sie, Verena Pauster, Kai Marz und Nathalie Knapp. Und neu in der Runde ist Jakob Schamon vom Forum Bildung Digitalisierung, der, bevor er das seit April, glaube ich, als geschäftsführender Vorstand macht, Schulleiter war. Und wir dachten sozusagen, eine Perspektive aus der wirklichen Praxis, nenne ich sie jetzt einfach mal, darf dieser Runde nicht fehlen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier zu viert sind. Wir haben diesem Gesprächskreis, dieser Runde keinen eigenen Titel gegeben. Sie heißt also wie die Tagung auch, offen für die digitale Welt. Was brauchen Schulleitungen, um wirksam zu sein? Weil wir das einfach diese Frage nochmal hier vertiefen wollten und auch die einzelnen Impulsvorträge jetzt sozusagen nicht als solitäre dort nebeneinander stehen lassen wollen, sondern uns versuchen wollten, die ein wenig zu verbinden. Das auch deswegen, also wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde, aber auch hier werden wir zweimal Fragen aus den Chats mit reinnehmen, sodass wir uns zwar ein paar Themen auch hier so zuwenden, aber wir wollen gerne Ihre Anregungen mit aufnehmen und Ihre Nachfragen hier mit verarbeiten. Also beteiligen Sie sich bei Facebook und bei YouTube, wo der Chat hoffentlich jetzt wieder funktioniert. Der war kurze Zeit mal nicht erreichbar. Noch kurz. Ein Wort zu der Rolle der Schulleitung an sich, weil es ein schönes Zitat gibt aus einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da geht es um Kompetenzen für die digitale Welt. Das ist ja auch heute in verschiedenen Stellen schon angesprochen worden. Und da steht drin, für alle Schulentwicklungsprozesse sind Schulleitungen die zentralen Schrauben. Und ob Sie sich jetzt als Schraube empfinden und dann eher so eine, die so ganz spitz reingedreht wird oder so eine, die so Brücken zusammenhalten kann, das ist sozusagen eine andere Frage, aber deswegen wollen wir diese Position der Schulleitung eben, ist uns sehr wichtig als Stiftung und als LISUM, Sie bei diesen sehr, für uns alle sehr anstrengenden und schwierigen Entwicklungsprozessen, wir haben es bei Frau Knapp gehört, wie die Angst zur Unsicherheit werden kann und umgekehrt Sie daran begleiten. Jetzt will ich es aber mit den Vorreden belassen und Herrn Schamon einfach fragen, wir hatten jetzt drei sehr unterschiedliche Perspektiven, die wir gehört haben. Was sind denn die Dinge, die Sie für sich so als Stärkstes mitgenommen haben und wie blicken Sie jetzt mit der Position auch als Schulleitung auf diese Sachen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und es ist natürlich eine sehr große Herausforderung, sämtliche Schulleitungen hier zu verkörpern. Ich werde es aber versuchen mit bestem Gewissen, aber verzeihen Sie mir auch bitte, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch ein bisschen Knapp rede. Frau Knapp vertritt jegliche Philosophen, von daher. Das ist auch super, wunderbar. Naja, dann sind wir ja gut aufgestellt hier auf der Bühne. Nee, ich fand es unglaublich spannend, eigentlich die drei sehr unterschiedliche Perspektive, die ich mich heute anhören durften, mitzunehmen und natürlich erstmal das Thema Unsicherheit. Ich glaube, als Schulleitung kennen wir diese Unsicherheit unglaublich gut und müssen jeden Tag mit der Unsicherheit nicht nur in Zeiten der Pandemie umgehen. Und ich glaube, nur mit der Offenheit, was Sie ja auch gefördert haben und den offenen Dialog, kommen wir da weiter. Ein ganz wichtiger Punkt wurde mehrmals angesprochen und das ist die Partizipation. Das hat Herrn Maas auch angesprochen. Wirklich, wie schaffen wir oder eigentlich alle die drei RednerInnen, wie schaffen wir so einen Prozess der Schulentwicklung partizipativ zu gestalten, sodass wir alle mitnehmen? Weil wir wissen auch ganz genau, das kenne ich als Schulleitung, es kommen Verordnungen von oben, an der wir reagieren müssen, schnell, sofort, adäquat. Auf der anderen Seite haben wir auch als Schulleitungen sehr viel Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum muss man als Schulleitung sich annehmen. Und wir hatten gerade in der Pause darüber gesprochen, wie man Sachen ermöglichen können. Und jetzt als Schulleitung AD kann ich auch sagen, dass einige Sachen muss man so irgendwie versuchen, so hinzubekommen und dadurch Möglichkeiten zu erschaffen. Aber als Schulleitung ist es ganz wichtig, dass der Rücken frei ist und dass man diesen Handlungsspielraum wirklich auch nutzt. Dafür ist gute Rahmenbedingungen wichtig, weil als Schulleitung muss man natürlich die Lehrkräfte auch stärken. Man muss die Lehrkräfte die Möglichkeit geben, guten Unterricht für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Chancengerechtigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann wurde immer wieder auch das Thema Fachdidaktik. Also Sie haben es angesprochen, Professor Maas, aber Verena, du hast es auch in deiner Beispiele eigentlich gezeigt, wie Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag
in der Konfrontation oder in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Kindern wirklich da gute Konzepte brauchen, um gutes Lernen zu ermöglichen. Und das, glaube ich, das ist das, was ich mitgenommen habe. Den Mut, die Chancen. Ich finde gerade, ich darf hier an das Logo der Tagung für heute, wo ja Change oder Chance auch sozusagen reingespielt wird. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe jetzt gerade in allen Bereichen, die Chancen und die Möglichkeiten zu sehen und die wirklich zielgerichtet an alle Ebenen, ob ich Eltern bin, der die Schule unterstützen kann, ob ich als Lehrkraft oder Schulleitung auch die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozesse mit einbinden, weil sie sind wirklich die wichtigsten Akteure, aber natürlich umgekehrt auch, wenn ich mit Schulaufsichten, Schulträger, die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in der ganzen Schulentwicklung, in dem wir uns stecken. Und dann natürlich gibt es andere Bereiche, die verkörpere ich denn auch heute, die zivilgesellschaftlichen Akteure, wo wir natürlich auch probieren, auf politischer Ebene Rahmenbedingungen für Schulentwicklung, für Schulleitungen so gut zu gestalten, dass eine chancenorientierte, möglichkeitsorientiertes digitales Lernen parallel zu den analogen Medien auch möglich ist. Das, glaube ich, war so der Schnelldurchlauf, aber was ich wirklich mitgenommen habe, mit ein paar eigene Punkte dazu. Ja, vielen Dank für diesen Schnelldurchlauf. Zuletzt war ein Thema, womit ich auch hier gerne weitermachen würde. Und zwar hatte man lange Zeit das Gefühl, dass es so eine Blockadehaltung gibt. Die einen sagen, wir brauchen digitale Endgeräte. Und dann wurde aber gesagt, naja, aber solange wir nicht wissen, wie wir die genau einsetzen, dann brauchen wir erstmal Konzepte, die entwickelt werden. Aber die wurden nicht entwickelt, weil warum soll man Konzepte entwickeln, wenn man sie nachher nicht umsetzen kann? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Blockadehaltung, die sicherlich immer schwer aufzulösen ist, aber in Deutschland irgendwie besonders schwer irgendwie so in die Puschen kam. Also der Digitalpakt hat Jahrzehnte sozusagen gedauert. Jetzt hat diese forcierte Digitalisierung mit Corona dem Ganzen irgendwie einen anderen Drive gegeben. Aber ich würde gerne Sie alle vier fragen. Während der Pause da hatte das so schön gesagt, dass wir jetzt schwimmen in der Grauzone, aber dass wir letztlich sozusagen uns entschieden haben, nicht zurückzuschwimmen, sondern zum anderen Ufer. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht sozusagen, was sind förderliche und wichtige Rahmenbedingungen und Dinge, die das befördern sozusagen, dass wir gut weiterschwimmen können, auch, ich sage jetzt mal, nach Corona. Also nicht nur die nächsten 6, 12 Monate, sondern auch für die Zeit danach. Also vielleicht, wenn ich anfangen darf, ich glaube, so viel Fokus und so viel Priorität, wie das Bildungssystem gerade hat, hat es noch nie oder sehr lange nicht mehr. Das heißt, dass unsere Kanzlerin sich mit den Kultusministern trifft und sagt, wie können wir jetzt Soforthilfemaßnahmen verabschieden? Wie können wir vielleicht den Digitalpakt auch noch mal weiterdenken? Weil bisher ist er ja nur für Geräte und Infrastruktur. Müsste er nicht eigentlich auch für Themen wie die Cloud oder womöglich sogar Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung sein? Was ist eigentlich mit Dienstgeräten für Lehrer, die ich eben erwähnte? Die sind jetzt ja auch gerade erst nachgenehmigt worden. All das ist aus Corona entstanden. Und hätten wir Corona nicht gehabt, wie so eine Art Brennglas, glaube ich, würden wir heute nicht diese Runde haben. Wir hätten sie vielleicht, aber mit wesentlich weniger Energie und Optimismus, dass sich jetzt wirklich was tut. Und das ist, glaube ich, dieser Rückenantrieb, den wir jetzt gerade brauchen, um das andere Ufer zu erreichen. Dass das Schwimmen ist ja schön, aber ab und zu braucht man auch mal ein bisschen Proviant oder ein Boot, an dem man sich festhalten kann, weil es eben auch anstrengend ist. Und diese Beihilfe, die kommt gerade. Und ich glaube, jetzt den Druck, ob aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Praxis aufrechtzuerhalten und zu sagen, das darf nicht alles umsonst gewesen sein, so, das müssen wir jetzt leisten und dann sehe ich aber auch gute Chancen, dass jetzt endlich der Durchbruch kommt, den wir eigentlich schon lange brauchen. Den Druck aus der Wissenschaft aufrechterhalten, kein Maß. wie machen Sie das? Nein, aber wie gelingt es uns, weiter zu schwimmen? Was wären da Ihre Prioritäten, Ihre wichtigen Punkte? Also ich finde, wir sind schon mal ein Stück weiter, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir weiter schwimmen müssen. Denn das, was Frau Pauster vorhin, finde ich, sehr schön umschrieben hat, die neue Normalität wird noch lange neu und noch lange nicht normal bleiben. Und ich glaube, dass das viele, und ich glaube, ich kann mich da auch einschließen, in den ersten Wochen und Monaten dachten,
das geht schnell vorbei. Das wird aber nicht schnell vorbeigehen. Also die Gewissheit, da passiert etwas, was Bildung und Schule verändern wird, was auch unser gesamtes gesellschaftliches Leben möglicherweise verändern wird. Wenn wir das akzeptieren, dann kann man daran weiterarbeiten. Ich würde mir vorstellen und wünschen, dass wir die jetzige Situation nutzen. Und es ist richtig, der Augenmerk ist jetzt da drauf, aber da liegt auch eine gewisse Gefahr drin. Vor knapp 20 Jahren wurde die erste PISA-Studie veröffentlicht. Der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft ist heute 2020 im Prinzip genauso groß wie vor 20 Jahren. Also auch da hat Bildung sehr große Aufmerksamkeit erfahren und es wurden viele Gelder mobilisiert, um Forschung zu machen, um Projekte in der Praxis. Das wird meines Erachtens aber nicht ausreichen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, wenn wir mit den unterschiedlichen Akteuren auch jenseits von Schule zusammenarbeiten. Also den Auftrag von Schule, der ist bei Schule, er wird aber in Zukunft nicht ausschließlich von Schule leistbar sein. Wir brauchen die Kooperation mit außerschulischen Anbietern, mit der Zivilgesellschaft, letztendlich mit den Expertinnen und Experten, die außerhalb von Schule aktiv sind und hervorragende Arbeit machen. Das setzt voraus, dass wir auch Schulleitungen dahingehend unterstützen, genau diese Bildungswelten, diese Bildungsrealitäten zu erkennen und für die eigene schulische Arbeit und für die Schulentwicklung nutzbar zu machen. Was heißt das für Forschung? Für Forschung heißt das, dass wir meines Erachtens viel stärker in Spagat gehen müssten zwischen der Grundlagenforschung auf der einen Seite. Die arbeitet aber für das Wissenschaftssystem. Da werden Fragen gestellt, die für die Praxis völlig unrelevant sind. Die sind aber für die Wissenschaft trotzdem wichtig. Aber daraus Forschung zu entwickeln, die viel stärker prozess- und praxisorientiert ist, den Transfer von Forschungsergebnissen zu intensivieren, und das kriegt halt nicht Forschung alleine hin, das kriegt Praxis nicht alleine hin, das kriegt man nur zusammen hin. Und meine Idealvorstellung wären beispielsweise Forschungsprojekte, die in der Schule sind, in der Praxis sind, ohne dass die Praxis merkt, dass da ein Forschungsprojekt ist. Das ist eigentlich die Idealform von Transfer, wenn das Wissen aus der Grundlagenforschung dahingehend transferiert wird, dass das praktische Arbeit vor Ort gemacht wird, dass Wissenschaft auch vielleicht eine andere Funktion bekommen kann als Prozessgestalter, Prozessberater beispielsweise. Das setzt aber im Wissenschaftssystem eine ganze Reihe von Bewegungen voraus, weil das, was ich gerade beschrieben habe, wird in der Wissenschaft eigentlich nicht honoriert. Das heißt, man muss da, glaube ich, auch vielleicht den Mut haben, auch an der Stelle in neue Wasser zu schwimmen, auch in der Wissenschaft, wo man sagt, es ist aber wichtig, dass genau die Arbeit da ankommt, auch wenn sie eben nicht vom Wissenschaftssystem honoriert wird. Frau Knapp, wollen Sie zur Frage des Weiterschwimmens und auch noch was? Ja, ich möchte gerne noch was Ergänzendes sagen zu dem, was Frau Pauster eben so schön gesagt hat mit ihren Listen im Klassenzimmer. Ich denke, dass es diese Listen nicht nur von Schülerinnen und Schülern braucht, die man damit alleine lassen kann oder nicht, sondern dass es die vermutlich auch von Lehrerinnen und Lehrern braucht. Das heißt, es gibt welche, die sind vielleicht auch von einer jüngeren Generation, aber ich möchte da jetzt gar keine Altersschere aufmachen, weil das ganz unterschiedlich ist. Aber es gibt welche, die kann man damit alleine lassen, die bekommen das hin, ja, wenn Schülerinnen und Schüler zu Hause sind, digitale Inhalte zu erstellen oder die zu nutzen und so weiter. Und es gibt aber auch welche, die bekommen das nicht hin. Und es ist schlicht und einfach nicht möglich, innerhalb von 3 Wochen mal eben sämtliche digitalen Kompetenzen abzudaten. Das bedeutet, es muss auch möglich sein, dass man denen irgendwas zur Verfügung stellt. Und während dieser ganzen Corona-Zeit habe ich mich wirklich monatelang gefragt, warum jetzt nicht einer daran arbeitet, all diesen Lehrerinnen und Lehrern, die da doch mit all diesen Aufgaben teilweise wirklich überfordert waren, und ich wäre es auch gewesen, denen einfach digitale Inhalte so zur Verfügung zu stellen, dass sie die vielleicht nutzen können, genauso wie Sie das eben gesagt haben, ja, Präsenz wäre besser, aber jetzt lasse ich mal irgendeinen Mathe erklären und ich kann mich dann telefonisch um die Schülerinnen und Schüler kümmern, die zu Hause niemanden haben, der sich um sie kümmern kann. Das geht aber nur, wenn ich nicht auch noch das Mathe-Video irgendwie hochladen muss. Das heißt, man müsste jetzt tatsächlich darauf drängen, und mein Appell an die Schulleiterinnen und Schulleiter wäre wirklich, das einzufordern, dass man ihnen Material zur Verfügung stellt, damit sie sich im Ernstfall um die Menschen kümmern können. Und da käme das Thema Beziehung eben wieder ganz doll ins Spiel, weil diese Beziehung, das ist immer noch und wird weiterhin der größte Teil ihrer Aufgabe bleiben und sein. Und damit sie das leisten können, muss man Lehrerinnen und Lehrer dahingehend entlasten, dass jetzt, wo sie das noch nicht alles selber können, zumindest jetzt, sie Materialien an die Hand bekommen, die sie dann rausgeben können, sodass sie das nicht auch noch selber machen müssen. Mhm.
Das wäre, also ich, scheint mir eine einfache Lösung zu sein. Es gibt ja Leute, die das können. Wir haben die auf YouTube und überall. Aber jemand muss, da möchte ich dieses schöne Wort ins Spiel bringen, was Sie, Herr Marz, gerade benutzt haben. Jemand muss die Filterkompetenz besitzen, dann zu sagen, okay, das ist tauglich, das ist nicht tauglich. Nicht jeder kann sich dann stundenlang durch YouTube klicken und die Videos rauswählen, die dann vielleicht dem Lernziel Klasse sowieso entsprechen. Da muss man jemanden an die Hand bekommen, der einem hilft, sozusagen diesen Filter vorzuschalten und dann zu sagen, hey, in Klasse 5 könnt ihr ABC benutzen, in Klasse 6 könnt ihr ABC benutzen für dieses Unterrichtsfeld, dieses für jenes, jenes. Und dann können sich Lehrerinnen und Lehrer auch wieder stärker um die Beziehung zu den Lernenden kümmern, auch wenn die nicht in der Schule anwesend sein können. Vielen Dank. Herr Schamann hat schon das Mikrofon gezückt, deswegen schlug ich meine Nachfrage runter. Ja, ich versuche das kurz zu machen, weil wir haben wirklich in der ersten Runde hier schon ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ich glaube, eins der wichtigen Themen, das hat meine Vorrednerinnen hier auch alles angesprochen, ist sozusagen die Aufgabenklärung. Weil jetzt gerade in einer Krisensituation kümmern sich alles um allen. Und da wissen wir auch aus Krisenmanagement, dass das hilft uns nicht weiter, wenn alle plötzlich alle Themen sich gleichzeitig widmen. Was ich mitnehme hier auch, wenn wir vom Forum Bildung und Digitalisierung mit Schulleitungen und Lehrkräften spreche, ist genau diese Filterkompetenz natürlich schwierig. Also darf ich das einsetzen, darf ich das nicht? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt hier, von dem wir auch versuchen als zivilgesellschaftlicher Akteur darauf einzuwirken, ist, dass man sagt, okay, im Bildungssystem in Deutschland haben wir sehr viele Akteure. Also wir haben die Schulleitungen, wir haben die Aufsichten, wir haben die Schulträger. Es gibt in Deutschland über 5000 Schulträger, die ganz unterschiedlich agieren auch. Aber wichtig wäre es zu klären, dass diese unterschiedlichen Akteure miteinander gut zusammenarbeiten. Dass neue Formate der Zusammenarbeit entsteht, auch mit der Wissenschaft, fand ich ganz spannend. Aber dass die zentrale Themen auch zentral geklärt werden. Gerade im Moment ist es so, dass jede Schulleitung dafür zuständig ist, zu sichern, dass alle, nicht nur Geräte, aber Anwendungen, die in den Klassenzimmern genutzt werden, datenschutzkonform sind. Und das ist eine unglaublich große Frage, die nicht in der Pensum eines Schulleiters eigentlich normalerweise liegt, das ist dazugekommen, und nicht jede Schulleitung hat die Kompetenzen, das zu lösen. Und dann wird es schwierig, dann das digitale Lernen zu fördern, weil man hat denn Angst und sagt, oh, wie ist das? Aber da muss jemand anderen rein. Da muss die Landesdatenschutzbeauftragte oder sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte das einmal für alle klären, sodass die Pädagogen sich um pädagogischen Themen kümmern können. Und ich möchte gerne Herrn Maas vielleicht kurz auszitieren. Sie haben ja vorher gesagt, dass die deutsche Lehrkräfte sich realistisch einstufen, was eigene Kompetenzen angeht. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil als Däne ist natürlich so, wenn diese, ich lese ja immer, wo steht Deutschland, wo steht Dänemark, in diese alle Untersuchungen. Und da ist natürlich klar, die dänische Lehrkräfte stufen sich anders ein, weil sie 15 Jahre Vorsprung haben. Und ich glaube, wichtig ist es auch gerade im Moment, die Mut zu machen, zu sagen, die großen Fragen müssen sofort geklärt werden und die müssen von die Entscheidungshoheit dafür haben, also Politik oder die Länder, so dass die Lehrkräfte sich Schritt für Schritt die Kompetenzen annehmen können und müssen. Was wichtig ist, es fehlt an allen Bereichen gerade im Moment nicht nur Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch bei den Schulträger oder den Behörden fehlt Know-how gerade im Moment. Und das müssen wir ernsthaft annehmen, aber wir müssen auch wissen, und da würde ich auch gerne den Mut an Schulleitungen und Lehrkräfte wiedergeben, es dauert. Wir werden es nicht übermorgen hinbekommen haben. Aber da kommen wir zurück zu den Handlungsspielräumen der Schulleitungen. Sie müssen den Rücken stärken für die Kollegen, die da sind, und das tun Schulleitungen überall. Vielen Dank, es dauert. Wir wollen jetzt die Fragen, die zwischenzeitlich in den Chats aufgekommen sind, in die Diskussion mit aufnehmen. Da wir eben mit der Bühne sozusagen schon sehr voll sind und mit Abstand sitzen wollen, machen wir das sozusagen aus dem Off. Mein Kollege Martin Roth ist sozusagen jetzt mit Kamera zugeschaltet, weil er uns hier weder in den Rücken fallen noch hintergehen will. Und deswegen sehen wir ihn und Sie im Bild jetzt von der Linken. Und ich übergebe an Martin, was gab es? Ja, Philipp, also auch in den Rückmeldungen tauchen genau die Themen auf, die hier auch schon mal zumindest mal angerissen worden sind. Also das eine Thema, das ist der Datenschutz. Der taucht ja ganz häufig irgendwie als Bremse auf, so ist die Rückmeldung. Manche Lehrkräfte fühlen sich regelrecht bedroht durch den Datenschutz. Die Frage ist, welche Wege gibt es eigentlich, den Datenschutz zum Freund zu machen? Als Frage in die Runde. Und vielleicht noch ein zweiter Impuls, der jetzt direkt an Herrn Marz nochmal geht.
von Thomas Eichler, der befürchtet, dass es mehr soziale Isolation von Jugendlichen gibt durch mehr Digitalisierung, durch mehr Nutzung von digitalen Geräten. Ja, ein Leben benötigt weniger einen Laptop als eher die Fähigkeit, irgendwie gut in Beziehungen zu sein. Und da ist seine Frage, wie kann es eine Lehrkraft schaffen, trotz bzw. mit Digitalisierung Beziehungen zu halten und aufzubauen? Gut, dann nehmen wir die gleich mit. Wollen Sie antworten, Herr Marz? Ja, kann ich gerne tun. Also die Frage ist durchaus berechtigt. Und ich glaube, man muss einfach darauf schauen, wie verändern sich auch Freizeitstrukturen von Jugendlichen. Und das, was wir wissen, wenn wir die letzten Jahre anschauen, dass es da natürlich einen starken Wandel gegeben hat. Also die Nutzung von digitalen Technologien hat extrem zugenommen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass weder Jungen noch Mädchen in den letzten 10 Jahren weniger sportlich aktiv geworden sind. Also da gibt es eine relative Konstanz oder auch im Prinzip nicht seltener Musikinstrumente lernen. Also es scheint nicht so zu sein, dass die bewährten Strategien der Freizeitbeschäftigung durch die Digitalität komplett überholt sind. Gleichwohl würde ich dem zustimmen, dass natürlich auch ein gewisses Gefährdungspotenzial in der Nutzung von digitalen Technologien liegen kann. Und umso wichtiger wird es sein, dass das Thema der Medienkompetenz, also wann nutze ich was und auch zu wissen, wo sind bestimmte Gefahren und damit umgehen kann. Und das ist auch nicht neu. Wenn man vor 20 Jahren Kinder in der Medienerziehung hat, da ging es darum, die Fernsehnutzung in irgendeiner Weise als Medienkompetenz zu platzieren. Das ist heute natürlich komplexer, weil der Fernseher ist auch noch da und es kommt Neues dazu. Aber ich glaube, das kann man angehen, wenn man es zum Thema macht. Wir haben es bislang noch nicht zum Thema gemacht und schon gar nicht in schulischen Kontexten zum Thema gemacht. Und da liegt meines Erachtens eine gewisse Chance für die Zukunft, dass wir einfach überlegen, wo müssen wir halt auch darüber nachdenken, dass sich Lerninhalte ändern. Also um das Thema der Tagung auch zusammenzubringen. Die Chance und die Veränderung, die hängen ja dicht miteinander zusammen. Und da kann man, glaube ich, auch wirklich viel machen. Und ich würde dem auch völlig beipflichten, dass Beziehungsarbeit, das ist die Grundlage, auch in der digitalisierten Welt, um Lernprozesse zu ermöglichen. Die werden halt nicht in anonymer Art funktionieren. Auch wenn ich mit digitalen Technologien arbeite, brauche ich eine Beziehung zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Sowohl zu den Lehrkräften, zu sonstigen Professionellen, die in dem Schulkontext unterwegs sind, aber auch unter den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das ist genau wichtig. Und da wird es wichtig sein, darauf zu achten, dass dieser Bereich der sozialen Kommunikation, der sozialen Beziehung auch wirklich immer wichtig bleibt. Und vielleicht zum Datenschutz. Also den zum Freund zu machen, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir haben. Und für Sie, liebe Schulleiter und Schulleiterinnen, werden Sie wissen, dass es keine größere Bremse und keine größere Unbekannte im Alltag gerade gibt als den Datenschutz. Weil wir haben jetzt in Corona-Zeiten an vielen Schulen, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, Microsoft Teams oder Google oder Zoom eingeführt. Und jetzt gibt es ganz starke Signale von Seiten der Schulministerien zu sagen, das dürft ihr nicht mehr nutzen. So, dann stellt sich ja die Frage der Alternative. Dann guckt man zu den Schulclouds, die entwickelt wurden in den Ländern, ob das MEBIS in Bayern oder Logineo in NRW oder Lernraum in Berlin ist und sagt, die können aber noch nicht das Gleiche wie das, was ihr mir gerade wegnehmt. Das heißt, darauf jetzt meine Kollegen oder Kolleginnen zu schulen, möchte ich nicht, weil das bringt mir überhaupt nichts. Da skalieren zum Teil die Server noch nicht mit. Ich komme da gar nicht drauf mit mehreren Schülern gleichzeitig. Dann gibt es die Hasso-Plattner-Cloud, die wird in Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen eingesetzt. Da sagen viele Länder, die nehmen wir nicht, die ist vom Bund gefördert. Das ist jetzt, da entwickeln wir lieber unsere eigene Lösung. So, und da müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal entscheiden zu sagen, wenn wir noch keine wirkliche Alternative haben, dann geben wir jetzt frei, dass die nächsten 6 bis 12 Monate Plattformen wie Teams, Zoom, Google erlaubt sind, weil wir das noch brauchen, um mit einer Positivliste zu kommen. Oder wir sagen, wir rüsten jetzt die Schulclouds, die wir in den Ländern haben, so schnell auf, dass die bald eine Alternative sind. Das ist aber kein Übernachtprojekt. Aber es wird gerade nicht die eine Lösung geben, die alle glücklich macht. Also diesen Freund wird es jetzt gerade noch nicht geben. Und ich bin starker Verfechter davon, eine europäische Lösung selber zu haben, statt uns da von den Amerikanern abhängig zu machen. Aber
ich bin auch ein Freund davon, dass die nächsten 6 Monate nicht gar nichts stattfindet, wenn jetzt wieder temporär Schulen zu sind und alles noch sehr hybrid ist. Also deswegen wäre die Antwort, kurzfristig müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, dass wir leider verschlafen haben, eigene Lösungen in gleicher Qualität hinzustellen. Und langfristig muss das aber unser Anspruch sein. Mhm. Da kurz eingehakt, finde ich, das ist genau richtig. Da ist eine Leerstelle gerade im Moment, die nicht vom Staat angebotene Lösungen bedient werden können gerade. Aber da wieder muss man ein bisschen diese Zeitschiene aussagen. Wir brauchen die sofort, es ist völlig klar. Und die Lösung brauchen wir, dass die gut sind und dass die sicher sind, so dass Schulleitungen und Lehrkräfte sich über andere Themen kümmern können. Und das Gleiche gilt ja auch für die Lehrmaterialien. Es wurde auch vorher gesagt, gute digitale Lernmaterialien sind nicht einfach das Buch digitalisiert. Ist kein PDF, die man einfach nur so, da kann ich hier eintippen und dann haben wir tolles digitales Lernmittel. Das Interessante auch, wenn man wirklich über den Tellerrand guckt aus dem internationalen Bereich, ist da, wo digitale Lernmittel mit analoge Aufgaben sozusagen verknüpft sind. Das ist nicht nur, das greift an die erste Frage von Thomas auf, was vorher war. Natürlich sollen keine Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag in einen Bildschirm reingucken. Sie haben über Fachdidakt vorher gesprochen, Herr Maas, ich bin Sprachlehrer und ich meine, man lernt keine Sprache, nur durch Vokabelübungen. Deswegen ist das Kommunizieren, das kann man auch digital, digitale Kommunikation ist hervorragend, um eine Sprache zu lernen. Man kann in Deutschland plötzlich auch mit englischen Schülern sprechen. Das ist wunderbar über ein digitales Medium, aber ich brauche auch das Kommunizieren im Klassenzimmer. Das heißt also, wir brauchen das Analoge und Digitale nebeneinander, um alle Fähigkeiten, die wir auch in der reellen Welt kennen. Aber du hast recht, Verena, wir brauchen auch die gute, sichere Lösungen schnell. Mhm. Datenschutz ist ja oft dann irgendwie so eine Art Totschlagargument. Das Wort fällt und dann wissen alle, okay, das ist dann tot und gestorben. Ich finde, es hat viele Sympathien zu sagen, man darf Dinge nur wegnehmen, aus welchen Überlegungen auch immer, wenn man dann eben auch Alternativen anbietet, eine sehr nachvollziehbare Position. Frau Knapp, ich wollte Sie mal fragen, und zwar bei diesem Datenschutz. Es gab jetzt jüngst dieses EuGH-Urteil, was ja gesagt hat, dass dieser EU-Safe-Harbor-Abkommen, was die Kommission mit den USA geschlossen haben, dass das eigentlich nichtig war und das Folgeding, das Privacy Shield ist sozusagen auch gekippt worden. Und jetzt hat man die Situation, dass im Prinzip so es die letzten 8-9 Jahre lief, es hätte nie laufen dürfen. So. Und das ist jetzt ja, wenn man diese schulischen, ich sage jetzt nicht irgendwie, das ist alles egal, aber wenn man sich diese schulischen Kontext anschaut, dann ist man doch sehr brav auf der Seite des Datenschutzes und so weiter. Und dann hat man so große Kontext wie alle Daten, die alle möglichen Plattformen erheben, sind letztlich irgendwie nicht auf legale und datenschutzkonforme Weise in die USA transportiert worden. Ich will jetzt nicht so ein Feld aufmachen, wo wir uns alle nicht mit auskennen, wollte nur diese Diskrepanz mal aufmachen. Vielleicht haben Sie einen Gedanken dazu, ja, wie das wirkt. Also zufälligerweise bin ich mit einem Juristen verheiratet, der sich genau um solche Dinge kümmert. Und das Problem an der Sache ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Rechtsebenen haben, die da ineinander greifen. Wir haben deutsches Recht, wir haben europäisches Recht, wir haben internationales Recht und all diese Rechtsebenen passen nicht wie Zahnräder ineinander. Das heißt, es kann sein, es wird auf einer Ebene was entschieden, was auf der anderen aber gar nicht entschieden werden dürfte und die sind ständig dabei, versuchen, diese verschiedenen Rechtsebenen irgendwie miteinander zu koordinieren, aber es gibt nie, im Moment noch nie ein einheitliches Ganzes. Das heißt, wir werden immer wieder solche Sachen erleben, ja, dass wir glauben, wir sind auf der sicheren Seite, sind dann doch nicht auf der sicheren Seite und so weiter. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist, im Moment mit diesem Denken, was wir, vor allem wir Deutschen, über die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre hatten, dass wir glaubten, Gesetze sind eindeutig und die sind klar. Und wenn wir mal eins haben, dann halten wir uns dran und dann machen wir alles richtig. Und wenn wir alles richtig machen, dann ist alles gut. Diese Welt ist vorbei. Die gibt es nicht mehr. Und die gibt es tatsächlich auch schon deshalb nicht mehr, weil immer die ganze Zeit, ich habe ja eben davon gesprochen, wir haben dieses Ding in der Tasche, was wie so ein Portschlüssel ist, was uns ständig überall hin transportiert, ja, in die ganze Welt. Das heißt, wir agieren nicht nur hier, wenn wir beide hier miteinander reden, sondern gleichzeitig agiert jeder von uns international. Das ist völlig verrückt. Das gibt es wirklich erst, seit wir diese kleinen Dinger in unseren Taschen mit uns rumtragen, sodass wir nicht nur in einer Welt leben, sondern in vielen Welten und in vielen Nationen und alle
alles immer gleichzeitig, und zwar schon kleine Kinder. Und das bedeutet, dass wir uns in Rechtsräumen bewegen, die wir gar nicht kennen. Die anderen kennen auch unsere nicht. Also es gibt niemanden, der irgendwo sitzt in der Welt, der das alles im Moment koordiniert bekommt. Die streiten sich von morgens bis abends den ganzen Tag. Und das ist eben die Situation, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir befinden uns rechtlich, auch rechtlich in einer Grauzone. Und wir müssen uns da sicher noch 20 Jahre durchlavieren, bis wir mit diesem neuen Modus, den wir wirklich erst sehr kurz haben, das muss man klar haben, vor 12 Jahren wurde das erste iPhone auf den Markt geschmissen. Und erst seither sozusagen sind wir 24 Stunden täglich online, international, überall gleichzeitig. Und wir können nicht von uns erwarten, dass das jetzt so weitergeht, wie wir Deutschen das gewohnt sind. Erst schaffen wir Rechtssicherheit, dann machen wir das, dann machen wir das. Dann können wir nicht mehr mitleben in dieser Welt. Ja, dann können wir einfach nicht mehr mitmachen. Ich glaube, mit dieser riesen Grauzone müssen wir jetzt umgehen lernen. Und was Frau Paus da vorgeschlagen, was Sie vorgeschlagen haben, ist im Moment der einzige Weg. Wir nutzen was, solange wir das Gefühl haben, es ist richtig. Das bedeutet nämlich nicht, und das ist das Nächste, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Man muss sich darüber Gedanken machen. Datenschutz ist maximal wichtig, also viel wichtiger als den meisten Leuten, das jetzt klar ist. Aber viele Dinge sind maximal wichtig, Wertesysteme zum Beispiel, und trotzdem können wir keine Eindeutigkeit herstellen. Das heißt, wir kümmern uns drum, wir denken drüber nach, aber wir nutzen trotzdem jetzt das, wo wir merken, dass davon glauben wir im Moment, dass es okay ist. Und wenn sich in 2 Jahren rausstellt, dass es dann halt doch nicht perfekt war, dann verbessern wir es. Und dann verbessern wir es wieder und verbessern wir es wieder. Eine andere Möglichkeit haben wir im Moment nicht als dieses Schritt für Schritt für Schritt, weil sich die Welt zu schnell, zu stark verändert hat. Vielen Dank. Gibt es noch ein Wort zum Datenschutz? Sonst würde ich das Thema verlassen, beziehungsweise mit Christiane von Schachtmeier weitermachen, die jetzt die Stelle von Martin Roth im Off eingenommen hat. Und ich gebe sozusagen an die Fragen im Publikum durch das Medium von Christiane vermittelt. Ja, ganz herzlichen Dank. Der Chat ist lebhaft und es geht eigentlich um das Thema Wirksamkeit und Pragmatismus. Wie stark können wir unsere Augen öffnen, um zu bestimmten Fragen zu kommen? Ich habe eine allgemeine Frage, eine Frage an Frau Knapp und eine Frage an Frau Pauster. Ich würde anfangen mit der Frage an Frau Knapp, weil die gerade so schön in Schwung war. Die Frage lautet, wie können Lehrerinnen mehr Unsicherheitskompetenz erlangen? Ich würde sagen, wir machen das nicht sammeln, sondern wir machen das immer direkt. Okay. Das ist tatsächlich nicht nur eine Frage für Lehrerinnen und Lehrer, sondern das ist eine Frage für jeden von uns, weil wir ja alle erst lernen müssen, mit dieser neuen Welt irgendwie zurechtzukommen. Und vielleicht habe ich ein kleines bisschen Vorsprung, weil ich es ein paar Jahre früher gesehen habe, dass wir jetzt in dieser Welt leben, wo das eine der wichtigsten Kernkompetenzen ist. Aber das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass wir eigentlich vom Leben alle ziemlich gut ausgestattet wurden, um mit Unsicherheit umzugehen. Das Leben würde gar nicht funktionieren, wenn wir nicht, ohne irgendwas lernen zu müssten, Kompetenzen mitbekommen hätten, die uns das ermöglichen. Und eine der Kernkompetenzen, die wir haben, ist beispielsweise, was alles Lebendige hat, diese Kompetenz, dass wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn irgendwas mit uns passiert, wenn wir verletzt werden, dass unser Körper die Möglichkeit hat, das irgendwie zu reparieren, das wiederherzustellen. Und diese Kompetenz haben wir auch im psychologischen Bereich. Darüber wird auch seit etwa 10 Jahren, seit man begriffen hat, dass das jetzt ein Thema ist, diskutiert. Und diese Kompetenz heißt Resilienz. Und Resilienz ist ein Begriff aus der Materialphysik. Und der bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, in seinen ursprünglichen Zustand wieder zurückzufinden, wenn jemand von außen darauf irgendwie eingewirkt hat, so dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist noch man selber. Und das ist der Kern sozusagen jeder Unsicherheitskompetenz, liegt in diesem sperrigen Begriff Resilienz. Also dass ich mit meiner Person, mit der Form, die ich habe, mit der Identität, mit der ich mich identifiziere, dass ich wieder zu mir selbst zurückfinden kann, wenn ich irgendwie verletzt wurde oder wenn mir zu viel Anforderungen kommen und so weiter. Und die große Frage ist ja, wie mache ich das? Das ist diese Frage, die man versucht hat, in den letzten 10 Jahren zu beantworten. Und die Antwort ist nicht so einfach, wie man sie gerne hätte, weil jeder nutzt dafür unterschiedliche Fähigkeiten. Aber es gibt eine Fähigkeit, die
die zentralste zu sein scheint und auf die niemand verzichten kann. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir schon die ganze Zeit waren. Das ist die Fähigkeit, gelingende Beziehungen zu führen. Denn diese Fähigkeit stellt sicher, dass in Krisenzeiten Kräfte umverteilt werden können. Ja, wenn ich gelingende Beziehungen führe in meiner Schule mit den Lehrerinnen und Lehrern, wenn ich versuche, wenn ich darauf ganz, ganz, ganz viel Wert lege, dass wir immer wieder miteinander in Kontakt kommen, miteinander in Beziehung sind, mit den Schülerinnen, mit den Lehrerinnen und so weiter, dann entsteht da ein Organismus, der größer ist als der oder die Einzelne, sodass Kräfte in schwierigen Zeiten umverteilt werden können. Und ich behaupte sogar, dass Resilienz nie die Eigenschaft eines einzelnen Menschen ist, also nicht einer Lehrerin oder eines Lehrers, der dann lernt, mit Dingen umzugehen, sondern immer, immer, immer die Eigenschaft eines Systems, die Eigenschaft eines LehrerInnen-Kollegiums, die Eigenschaft einer Schule, die Eigenschaft vielleicht sogar eines ganzen Landes. Und ich würde versuchen, diesen Fokus nicht auf diese Frage zu legen, wie kann der oder die Einzelne lernen, mit Unsicherheit umzugehen, sondern wie können wir alle gemeinsam lernen, damit umzugehen, weil es immer eine Frage ist, wie man sich gegenseitig stärken kann, wie man so in Beziehung kommt, dass Dinge abgefangen werden können. Das heißt, um die Frage kurz nochmal zu beantworten, indem Sie die Beziehungsqualität an Ihren Schulen so hoch wie möglich halten und darauf mehr Wert legen als je zuvor. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir machen weiter mit Frage 2. Dankeschön. Von Martin Sassenberg ist diese Frage und ich glaube, sie richtet sich ein bisschen mehr an Herrn Marz. Es geht um das Verhältnis zwischen digitaler und analoger Bildung. Es geht um das Verhältnis von alten, althergebrachten Forschungsergebnissen und neuen. Seine Frage ist, wie werden zum Beispiel bei dem Thema Leseverständnis Bildschirm versus Buch lang bekannte Kenntnisse in den Digitalisierungsprozess mit einbezogen? Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, die aber nochmal darauf hindeutet, es gibt ja nicht die wissenschaftliche Erkenntnis. Der Kern von Wissenschaft ist ja, dass es immer ein Diskurs ist. Und wir haben in den letzten Monaten ja gesehen, dass Wissenschaft meines Erachtens eine völlig falsche Rolle bekommen hat, indem man sagt, eine Studie und das ist das Ergebnis. Das ist mitnichten der Fall, sondern eine Studie regt ein Ergebnis an und führt zu einem Prozess, zu einem iterativen Prozess. Und genau das macht Wissenschaft aus. Also die erste Antwort wäre, dass Wissenschaft in der aktuellen Situation meines Erachtens falsch verstanden wird, weil man falsche Erwartungen an Wissenschaft hat. Dass man sagt, das Ergebnis einer Studie hat gezeigt das und so ist es. Es kann die nächste Studie dieses Ergebnis widerlegen. Und genau das versucht man ja als Wissenschaftler. Ich versuche ja dann eine neue Hypothese zu finden oder eine Hypothese zu widerlegen. Wie kann man das machen? Ich glaube, es gibt an vielen Schulen exzellente Beispiele, wie man versucht, analog und digital miteinander zu kombinieren, wie man versucht, Unterstützungsangebote, die diese Ferien-App, die ich vorhin im Vortrag erwähnt habe, in den Schulalltag zu integrieren, indem die Kinder natürlich mit Papier und Bleistift und Füller arbeiten, aber gleichzeitig auch mit einem Tablet oder mit einem Smartphone. Und wir brauchen Forschung, meines Erachtens, die das noch viel stärker mit in den Blick nimmt und die diese Verknüpfung auch zum Forschungsgegenstand macht. Das gibt es so noch nicht. Wir denken hier oftmals immer noch sehr einseitig. Entweder sind wir in der einen Welt oder in der anderen Welt. Dass aber die Realität letztendlich so aussieht, dass diese beiden Welten zusammengehen, das ist noch neu. Und auch da muss man mit Unsicherheit umgehen. Auch da müssen wir akzeptieren, dass nicht alles funktionieren wird, was wir versuchen, sowohl in der Schulpraxis, in der Schulleitung als auch in der Wissenschaft. Ich würde das was Sie gerade gesagt haben, vielleicht in meiner Sprache noch ein bisschen einfacher formulieren. Ich glaube, wenn man mit Unsicherheit in der Schule umgeht, dann ist die Beziehung wichtig. Dann ist es wichtig, dass Sie als Kollegium, als Team funktionieren und dass Sie sich eingestehen, dass Entscheidungen, die Sie heute getroffen haben, morgen möglicherweise überholt werden müssen, weil sie nicht mehr stimmen. Und Sie brauchen eine gute Kommunikationsstruktur, um das sowohl ins Kollegium zu kriegen, als auch an die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Sie brauchen Plausibilitäten. Und das ist das, was meines Erachtens in den letzten Monaten auch gefehlt hat. Wir haben Entscheidungen oder wir wurden mit Entscheidungen konfrontiert, die sich niemand erklärt hat. Und es gibt auch jetzt noch völlig absurde oder ja jetzt teilweise oder noch vor den Sommerferien. Man hat die Lerngruppen halbiert. Alles richtig, aber im Ganztag und im Hort waren wieder alle zusammen, wo man gesagt hat, was soll das jetzt? Und genau solche Dinge, glaube ich, da kann man auch, wenn man mit Unsicherheit umgeht, ganz viel mit arbeiten und auch die Frage nochmal auf die Verknüpfung von analog und digitaler Welt. Frage 3.
Frage 3, in erster Linie an Frau Pauster. Wie schätzen Sie die Bedeutsamkeit einer schulübergreifenden Verzahnung ein mit Schülern, Lehrkräften, Experten, Künstlerinnen, Unternehmen, Digitalexperten und so weiter und so fort? Sehr hoch. Ich habe mal vor ein paar Monaten gesagt, warum gehen wir eigentlich mit unseren Schulklassen am Projekttag immer ins Museum oder an einen öffentlichen Ort? Wieso besuchen wir uns nicht mal als Schulen gegenseitig? Weil jeder, und das hatten wir jetzt auch schon in der Diskussion, kämpft ja eigentlich mit den gleichen Themen. Und jetzt gibt es sicher Schulen, die sagen, wir haben einen Schwerpunkt gesetzt, wir haben vielleicht eine Werkstatt, ob das jetzt eine digitale Werkstatt oder eine echte ist, und wir haben einen Schwerpunkt im Handwerklichen gesetzt. Und die nächste sagt, wir haben einen MINT-Schwerpunkt, wir haben hier schon 3D-Drucker stehen oder haben vielleicht schon länger digitale Geräte. Und wenn jede Schule eigentlich gerade vor den gleichen Herausforderungen steht, dann gibt es einerseits die Möglichkeit, physisch viel mehr miteinander zu arbeiten, aber auch natürlich digital voneinander zu lernen. Und das gilt eben auch in Richtung Kultur, Unternehmen, Wissenschaft. Wir haben in Deutschland immer dieses Gefühl, wenn die Wirtschaft sich mit Schule beschäftigt, dann ist das der Anfang vom Ende. Dann kommen jetzt irgendwelche Leute, die wollen uns was verkaufen, die wollen Geld machen auf dem Rücken unserer Schüler und Schülerinnen. Und das ist sicherlich auch nicht unberechtigt, wenn man da jetzt irgendwie die Schule zu einer Werbeveranstaltung macht. Aber wenn man Know-how aus Unternehmen auf Schulen überträgt, und ich gebe mal ein Beispiel. Die Unternehmen standen ja vor genau der gleichen Herausforderung jetzt in Corona-Zeiten, wenn sie eben noch nicht für jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin ein Gerät hatten, wenn sie noch nicht wussten, wie kommunizieren wir jetzt eigentlich zusammen, wie hält man auch so eine Kultur am Leben, wenn plötzlich jeder zu Hause sitzt. So, und da kann man doch voneinander lernen, und viele Unternehmen sind schon viel weiter beim Thema Digitalisierung, weil das Geld natürlich ganz anders fließt. Und jetzt hatte ich einen ganz tollen Gastbeitrag, den jemand geschrieben hat, der gesagt hat, ich habe bisher große Unternehmen digitalisiert und gesagt, wie kauft man eigentlich zentral Hardware ein und worauf muss man da achten und wie verhandelt man die Preise und wie stellt man sicher, dass man nicht Geräte kauft, die keiner braucht, und wie sind die Wartungsverträge und so. Na, her mit den Infos, ja. Also die Wartungsverträge brauchen wir genauso an den Schulen. Und ich bin großer Fan davon, dass wir sagen, lass uns doch lieber in Deutschland und in Europa mehr zusammenarbeiten und voneinander lernen, statt immer außereuropäische Lösungen bei uns zu implementieren, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. Und uns nicht immer so wegzuschieben und zu sagen, was will die denn jetzt? Und was hat der denn jetzt für vielleicht Partikularinteressen? Am Ende ist es unser Land, was wir hier zusammen voranbringen wollen. Vielleicht dazu noch kurz Jakob Schomann, weil ich weiß, dass das Forum Bildung der Digitalisierung gerade genau bei diesem Öffnen des Rausgehens an Schulen und so weiter und dem Transfer Praxis-Wissenschaft sehr viel Herz sozusagen dran setzt, das zu verbessern. Ja, genau, ich habe es vorher erwähnt, also die akteursübergreifende Zusammenarbeit, und das geht ja in allen Bereichen. Ich glaube, Schulleitungen müssen mehr miteinander zusammenarbeiten. Ich habe es gelernt, die besten Tipps und Tricks habe ich bekommen, wenn ich bei dem Kollegen angerufen habe und nicht bei der Senatsverwaltung nachgefragt. Und das gilt, glaube ich. Das war aber noch in Dänemark, oder? Ja, natürlich, das war natürlich nicht in Berlin. Nein, aber ich glaube, das brauchen wir in allen Bereichen. Wir brauchen die professionelle Lerngemeinschaften, wir brauchen, dass Schülerinnen und Schüler voneinander lernen. Und das ist ja auch wirklich da, wo die Handlungsraum des Schulleitungs, was braucht Schulleitung, um wirksam zu sein, steht ja überall. Und ich glaube, partizipative Prozesse in die Wege zu leiten, ist ein wichtiges Thema. Wir vom Forum Bildung und Digitalisierung arbeiten gerade am großen Projekt mit Schulträger und Schulleitungen, dass die ordentlich zusammenarbeiten, um genau dieses Thema Wartung, Fehleinkäufe, wie nutzen wir sozusagen das beste Wissen, um die Konzepte, die pädagogisch sinnvoll sind, mit Geräten zu verknüpfen, sodass wir nicht nur über Technik sprechen, aber wirklich über gute Pädagogik. Aber da fehlt sozusagen die Plattform oft, wo man sich austauschen kann. Es fehlt, muss man leider auch, das hören wir von vielen Schulträgern, auch die Zeit, sich mit, die sind auch personell überfordert oder unterbesetzt, so ist das. Und das fördert ja leider nicht die Zusammenarbeit. Aber genau das brauchen wir, um gute Konzepte da zu machen. Schülerinnen und Schüler, Eltern in Prozesse einbinden. Aber wir wissen auch, Demokratie und demokratische Prozesse sind auch langsam und brauchen Zeit. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen und wir müssen das wirklich gut miteinander verknüpfen. Wir probieren jetzt gerade auch mit dem LISUM neue Wege in der Weiterbildung für Schulleitungen zu gehen. Und ich glaube, das sind alle Schritte, die in der richtige Richtung gehen.
Ich würde das gerne. Wunderbar. Sie können das gerne kommentieren. Ich wollte nur sagen, wir haben noch 3 Minuten. Okay. Ich würde dann eine Schlussrunde machen, aber das nehmen wir noch kurz mit rein. Ja, vielleicht nur als kleinen Kommentar. Also, dass man ganz viel von den Kollegen lernt, alles richtig, das muss man unterstützen. Gleichzeitig muss man aber die Ministerien und Verwaltung, Administration in der Verantwortung lassen. Und auch da müssen Veränderungsprozesse stattfinden, weil da ist hohe Kompetenz und die muss sich aber auch ändern. Deswegen ist es ganz wichtig, die mitzunehmen als ganz zentrale Akteure. Gut, wir machen jetzt eine Schlussrunde. Ich würde vorschlagen, wir machen die von links nach rechts und würde Sie bitten, den Aspekt Bildungsgerechtigkeit, die sozialen Folgen, die sind in allen Vorträgen angeklungen. Deswegen finde ich das nicht schlimm, dass wir das jetzt hier nicht so ausführlich diskutiert haben, wie das eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Herr Marz hatte eben angedeutet, nach PISA kam sozusagen Schock, dann hat sich einiges verbessert und jetzt, 20 Jahre danach, ist die Situation aber eigentlich nicht substanziell besser geworden. Und ich würde deswegen für die Schlussrunde vorschlagen, 1, 2 Sätze dazu. Ich weiß, es ist herausforderungsvoll, Sie schaffen das alle, da bin ich mir ganz sicher. Was muss denn jetzt geschehen, damit wir in 20 Jahren nicht wieder feststellen müssen, dass der ganze Elan und das ganze Engagement doch letztlich ziemlich schnell verpufft ist? Was wäre da so das Wichtigste für Sie? Ist es die Fortbildung, ist es die Infrastruktur? Ich mache mal die Runde. Genau, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass alle das jetzt wollen. Ich glaube, dass das immer noch heißt, dass es ganz verschiedene Herausforderungen gibt. Und da wäre es jetzt auch schwierig zu sagen, welches jetzt die erste und die wichtigste ist. Aber bisher hatten wir sehr starke Bedenken, ob wir das überhaupt müssen. Und jetzt spürt man einen Aufbruch des Wollens. Und ich glaube, der wird uns zum Ziel bringen. Weil das ist ein dickes Brett, das habe ich vorhin gesagt. Und das wird nur funktionieren, wenn wir da alle zusammen dran bohren und nicht jeder an anderer Stelle loslegt. Und insofern ist mein Hoffnungsschimmer, warum wir in 20 Jahren hier hoffentlich nicht sitzen und sagen, da gab es mal Corona und da war da mal kurzfristig viel Energie im System, dass wir das jetzt wirklich nicht mehr aus den Augen verlieren, auch wenn Corona irgendwann wieder weg ist. Danke. Herr Schamann, was macht Ihnen Hoffnung? Oder was brauchen wir? Mir macht es Hoffnung, dass es jetzt über die Chancen der Digitalisierung gesprochen wird. Und ich glaube, da müssen wir wirklich auch den Fokus setzen, dass der Nutzung dieser neuen Geräte und Anwendungen wirklich auch pädagogisch sinnvoll und angepasst an das pädagogische Konzept ist. So, dass wir die Fehlentscheidungen oder Fehlinvestitionen versuchen zu vermeiden. Und denn dazu ist wichtig, wenn wir über Chancengerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit sprechen, da wird ein Tablet oder ein neues digitales Schulbuch nicht das alles verändern. Das heißt, wir müssen in anderen Bereichen investieren auch. Das heißt, Ganztag ausbauen, wir müssen sicherstellen, multiprofessionelle Teams, dass Lehrkräfte nicht alleine stehen, dass die SIBUs, dass die Schulpsychologen besser an den Schulen kommen. Also hat die Digitalisierung und die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung viel zu bieten, wenn es in Samklang ist mit ein Schwerpunkt Ganztag, besonders für die frühkindliche Beziehung und die Grundschulen, würde ich sagen. Vielen Dank. Frau Knapp. Ich bin Philosophin, deshalb ist mir vor allem wichtig, dass wir begreifen, was jetzt gerade passiert. Dass es hier nicht nur um Technik geht, um technische Aufrüstung und technische Kompetenzen, sondern dass es darum geht, zu verstehen, und zwar wirklich mit seinem ganzen Gefühlsleben zu verstehen, was für eine vollkommen neue Situation wir mit durch die Digitalisierung haben. Dass wir eben ständig alle 24 Stunden täglich in vielen verschiedenen Welten gleichzeitig leben. Und dass ständig, während wir in einer Welt sind, aus einer anderen Welt, Nachrichten reinkommen, Nachrichten rausgehen. Dass wir also lernen müssen, in unterschiedlichen Universen zur gleichen Zeit zu existieren. Und dass das eine so neue Herausforderung ist, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Ja, dass es eine ganz andere Welt ist und eine ganz andere Situation, in der wir uns befinden, als noch vor 15 Jahren. Danke. Ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen, ich würde uns wünschen, dass es uns gelingt, ab und zu mal die Verbindung zu dem einen oder anderen Universum zu kappen und zu sagen, lass da jetzt reinprasseln, was will, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das brauchen wir auch. 2 Punkte. Digitalisierung ist ja eine Herausforderung, aber nicht die alleinige. Nur, wir haben die Bildungsgerechtigkeit schon genannt. Eine weitere, wahrscheinlich genauso zentrale Herausforderung wird es auch in Zukunft sein, mit Heterogenität umzugehen im schulischen Kontext. Also die Leistungsspreizungen werden heute größer sein als vor der Pandemie beispielsweise. Und wenn wir nichts tun, werden sie noch größer werden. Meine Hoffnung ist, auch mit Blick auf 20 Jahre nach PISA, dass wenn wir
wann immer wir Probleme im System identifizieren, nicht schnell irgendein Programm entwickeln, eine Maßnahme und die auf diese Problemlage setzen, weil die ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, weil wenn man Forschung ernst nimmt, dann wissen wir, die Probleme entstehen nicht da, wo sie sichtbar werden, sondern wir müssen viel früher anfangen. Auch die Tatsache, dass wir keine digitale Ausstattung an den Schulen haben, wird nicht damit geholfen sein, dass wir die Schulen digital ausstatten. Das wird wenig am Grundproblem ändern. Das heißt, also nach hinten schauen, wo liegen die Ursachen des Problems und was wir dann brauchen, insbesondere bei der Frage von Bildungsgerechtigkeit und den Rückbau von Leistungsrückständen, wir brauchen langen Atem. Maßnahmen, die 1-2 Monate, ein Schuljahr andauern, werden nicht funktionieren, sondern wir werden über längere Zeit, über Jahre hinweg Maßnahmen implementieren müssen, die auch aufeinander aufbauen und viel stärker auch das Lernen im Lebensverlauf thematisieren. Dass das nicht nur punktuell stattfindet, sondern dass es hier Bildungsketten gibt und diese auch in Zukunft noch stärker miteinander zu verbinden. Da würde ich mich freuen, wenn man das stärker sieht und da sehe ich auch eine gewisse Chance, dass man da das ein oder andere angehen kann. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Diskussionsfreudigkeit hier und die Themen, die wir dann in der Dreiviertelstunde doch alle bearbeiten konnten, ohne sie, glaube ich, nur zu streifen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir machen sozusagen für heute im Böll-Studio Schluss. Heute Nachmittag geht es weiter mit den Schulleiterinnen und Schulleitern, die für die analoge Tagung angemeldet haben und sich beim LISUM registriert haben. Das können wir nicht für alle machen, weil es in der Plattform AlphaView ist. Ich gucke zu Martin rüber, habe ich jetzt alles gesagt oder willst du noch was ergänzen? Dann würde ich dich doch einfach bitten, stell dich hier vor uns und mach du die Abmoderation. Ich sage Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.